Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 3. Die Story wird gespielt heute von uns und wir starten hier mal ein neues Spiel in einem neuen Spielstand. Der hier ist leer. Und ja, wir nehmen mal den Überlebender Modus, also quasi leicht, mittel, schwer, sehr schwer. Nehmen wir mal Mitte. Far Cry 3 habe ich mir vor knapp einer Woche gekauft. Habe die Story auch schon fast ganz durchgespielt und fangen sie jetzt einfach nochmal im Let's Play neu an. Hör auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein! Und ich bin jetzt mal kurz leise. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Woo! Ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien? Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem scheiß Schwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten. Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein? Folge mir.
Ja, so, jetzt kann ich nochmal in Ruhe sprechen. Also, wie gesagt, das hier ist Far Cry. Danke. Das hier ist Far Cry 3. Und wir spielen hier die Story. Und vielleicht gibt es auch, ich weiß noch nicht, vielleicht wird auch ein Multiplayer, also ein Let's Play vom Multiplayer rauskommen. Ich duck mich hier mal eben. Und ja, jetzt müssen wir hier aus dem Lager entkommen. Wir spielen hier, wie man es vielleicht schon sehen kann, auf den höchsten Grafikeinstellungen. Und das sieht schon sehr beeindruckend aus. Hinhocken. Wir dürfen also nicht entdeckt werden. Immer schön schleichen. So, dort hinten steht einer in der Ecke. Was? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Weg! Was zum? Okay, funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Jetzt können wir hier entkommen. Oh, da hat uns schon einer entdeckt. Schießtrick. Oh Gott, ich kann das nicht, Grant. Jay, sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Dann ehrlich, warte. Ich lache. Ihr heult und heult noch mehr. Ach, Erinnerungen sind so schön, aber lass dich nicht täuschen. Da sind also unsere Freunde gefangen. Oh. Wenn man sich langweilt, so und hier, so, jetzt komme ich hoch. Dann kam der Anruf. Ich hab den Anruf, keiner will sein. Also lass ihn rum und warten, dass er in das Zimmer kommt. Und dann macht er einfach mit. Ich sag's dir, wir haben die ganze Nacht gefilmt. Los, schnell. Ab ins Grünze. Ja. Gute Idee. Also im Gebüsch können wir nicht entdeckt werden, solange wir uns leise verhalten. Die Automatik hat die Stein dahin. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du, dass du es. Okay. Wir gehen. Okay. Oh, ich höre einen Hubschrauber. Die Maus läuft hier. Also versuch's zumindest, ein kleiner Leck. Jetzt hat's funktioniert. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Ha ha ha.
Oh, jetzt müssen wir am Leben halten. Ah, halten, okay, sorry. Ich habe mich schnell gedrückt. Halten natürlich. Und das hat nicht mehr gereicht. Was bist du taub? Ich sag auf, was ich gemacht, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Jetzt müssen wir laufen. Durch den Dschungel. Und werden beschossen. Das ist natürlich sehr fair. Aber wir können das schaffen. Über den Baumstamm. Und da rutschen wir hinab. Weiter geht's. Ich muss weg von hier. Au. Wir brauchen Heilung. So, komm wieder hoch. Hallo, Kuh. Jetzt. Puh, aufregend. Ich muss Riley und die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Können wir ihn abwehren? Ja. Das ist scheiße. Oh nein. Ja, und das war auch schon die kleine Vorgeschichte und jetzt geht's also los in unserem Lager. Wo bin ich? Zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. Labalaba. Da
der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier. Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Also, das zur Vorgeschichte. Dennis ist also der Anführer dieses kleinen Volkes, und wir wollen also von dieser Insel und von dieser schon fast Gefangenschaft entkommen, und jetzt müssen wir erstmal eine Waffe kaufen. Was möchtest du kaufen? So, da haben wir hier die 1911er. Alles andere ist noch nicht freigeschaltet, bleibt uns also nur die. Kaufen wir die mal. So, ausgerüstet. Und ja, mehr Geld haben wir jetzt auch nicht übrig. Hat genau für diese Waffe gereicht. Türme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Genau, dann folge ich jetzt mal Dennis. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Du musst das Gelände kennen, jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Also, wenn wir diese, wenn wir diese Sendemasten erobern, schalten wir also ein Gebiet auf der Karte frei. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch was plündern kann. Mal auf den Weg. Ist hier vielleicht irgendwo ein Auto? Nein. Zu Fuß. Zum Berg. Zum Masten. Was?
Hier, okay. So. Geld nehmen. Geld nehmen. Ja, wir spielen das hier alles auf größten Grafikeinstellungen. Ich kann das eben mal zeigen. Optimal, also wenn wir jetzt hier mal auf Ultra, ist quasi optimal bei dem Computer. Und ja, machen wir uns mal wieder auf den Weg. Ja, so. Das muss der Funkturm sein. Genau. So, Vorsicht, hier gibt es auch viele Tiere auf der Insel. Hier zum Beispiel die Schlange. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt kaputt kriegen. Nein. Die greift uns an, dann gehen wir da mal lieber aus dem Weg. Und meine Funktastatur hängt gerade. So. Na? Jetzt. Hier geht die Leiter hoch. Sehr cool gemacht. Es gibt also auf der ganzen Map, auf der ganzen Welt, auf der ganzen Karte, dieser Insel, gibt es eben diese Funktürme, die man immer erobern kann. Und das ist immer wieder anders gestaltet. Man muss sich immer wieder einen Weg nach oben suchen. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. So, da sind wir auch schon oben. Gibt es noch eine Belohnung. Und aktivieren. So, jetzt sehen wir, welches Gebiet wir alles damit freigeschaltet haben auf der Karte. Genau, und dann stürzen wir uns in die Tiefe. Nette Fahrt, hä? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. So, die Karte können wir auf M öffnen. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Also, wir sollen nun ein Jagdgebiet erobern. Wir sollen uns Tierhäute besorgen. Und das machen wir in der nächsten Folge Far Cry 3. Bis dann. Servus.